Grüß dich und willkommen zu einer neuen Rebound-Runde. Der Titel dieser Runde lautet No Cheap. Ich bin gespannt, was hier so geht. Wir haben hier drei Level 100 Spieler dabei. Smoke hat sogar 3 Sterne. Also bin ich guter Dinge, dass hier so richtig schön was geht. Also mit Trickschüssen meine ich. Ja, das war schon mal kein Trickschuss. Ich denke, Dex hat gar keinen Bock auf No Cheap. Das war so richtig cheap. Gut. Caribou ist am Zug. Mal schauen, was er hier fabriziert. Er schießt schon mal ins schwarze Loch. Also, das war schon mal ein Versuch, einen Trickschuss zu landen. Ging aber leider ins schwarze Loch. So. Bruno. Bruno. Ja, Bruno hat hier keine Möglichkeit gehabt, die anderen zu treffen. Deswegen hat er einfach so auf Smoke geschossen. Also, er weiß schon, was er tut, denke ich mal, mit seinem Level. Ich bin am Start. Ich habe Wind 97. Ich gehe von oben auf den Bumper und treffe Smoke. Ich hätte sogar... Ey, mein Gear ist abgehauen. 72 Schaden. Gar nicht mal so schlecht. Ich hätte hier sogar 2 treffen können. Smoke und Bruno. Ich nenne ihn jetzt einfach Bruno. Aber ich habe nicht weit genug geschossen und das sieht gut aus. Das kann sogar ins Portal gehen. Also jetzt meine ich, jawohl, es geht ins Portal. Und er trifft bisher Caribou. Und dann noch 2. Doktor, Gitter und Dex. Sehr schön. 60 hat er sich geholt. Schöner Schuss von ihm. Doktor, Gitter, Level 96 ist am Start. Geht durchs Portal. Aua. Junge, das sah böse aus. 276 Schaden. Ohne einen Bumper. Ich meine, einen runden Bumper. Also das sieht man wirklich selten, dass die Scavengers so viel Schaden machen ohne einen runden Bumper. Junge, Junge. Also das ging zuerst mal daneben, aber dank des kleinen Bumpers hat er doch noch Schaden gemacht. Mega Man darf sich jetzt revanchieren. Er schießt Desert, so wie es aussieht. Hat aber ein bisschen zu stark geschossen. Ne, das war, glaube ich, Sand. Desert war es nicht. Also die erste Stufe davon war das. So, Dex ist wieder am Start. Das ist der Cheapshot-Spieler und er macht weiter. Er macht weiter wie bisher. Er denkt gar nicht mal an Trickschüsse, egal. Jetzt ist erstmal Caribou im Zug. Und er geht vermutlich auf die Drohne. Nö. Trifft er? Nö. Aber mit dieser Waffe ist es auch nicht einfach zu schießen. Die driftet immer so schnell nach unten ab. Ja. Also Bruno. Bruno schießt vermutlich ins schwarze Loch, so wie es ausschaut. Er will ganz flach auf den runden Bumper schießen und dann ins schwarze Loch. Ja. Okay. Er trifft schon mal. Das Ding verschwindet nach unten und kommt wieder bei Filthy raus. Wow. Ah, der hat aber ein bisschen Pech. Oh, sogar nicht nur ein bisschen, sondern richtig Pech. Er trifft schön, muss ich sagen. Aber sein RNG ist schlecht, weil die Disco-Kugel erstmal nach unten weggeht. Nach links weggeht. Nicht mal Filthy Fail trifft. So, was mache ich? Ich habe einen Snowball. Ich muss eigentlich von oben auf den Bumper rechts von mir schießen. Ich habe 32 Wind. Okay, mal gucken. Irgendwie fühle ich den Schuss nicht so richtig. Ja, das war deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig Feuerkraft. Ich hätte da mindestens noch mit 7-8% mehr draufhalten müssen. Dann hätte es funktioniert. Irgendwie, manchmal fühlt man die Schüsse einfach nicht. So, Smoke ist erstmal am Start. Er schießt, schwer zu sagen, wahrscheinlich auf den großen Bumper, so wie er jetzt zielt, oder auf den flachen. Ja, es geht auf den flachen zuerst mal. Ganz knapp an Dex vorbei, aber ein schön ausgeführter Schuss von ihm. Fast hätte es gesessen. Okay, Dr. Gitter. Er hat hier sogar eine Mal 2 und 2 Portale. Also die Mal 2 kann er
treffen über den runden Bumper, wenn er da auf die Kante schießt. Und er versucht's auch. Ja, ja, er schnappt sich die mal zwei. Und wer muss hier bluten? Der Suffkopf. Yay. Na gut. So, Filthy ist wieder am Zug. Und er hat hier auch eine mal zwei. Aber ich denke nicht, dass er auf die mal zwei wirken wird, weil die zu weit links ist. Der geht. Säureregen. Okay, das wird mich verschonen. Ja, das trifft. Dex ein paar Mal. Ja, aber das meiste geht auch vorbei. Wie viel Schaden holt er sich? 64, immerhin. Auf jeden Fall hat er sich deutlich mehr geholt, als ich mit meinem Schneeball. So viel ist mal sicher und das trifft. Ja, das trifft, war aber kein Trickschuss. Nicht wirklich. Und Dex ist wieder am Zug. Er geht wieder direkt über den Bumper. Also das ist so ein richtiger Spielverderber hier. Das ist der einzige bisher, glaube ich, in der Runde, der sich nichts aus dem Titel macht. Das nervt. Das nervt. Und ja, deswegen geht jetzt Karibu auch direkt auf ihn, weil er ist auch von Dex genervt. Kann ich verstehen. Dummerweise trifft er sich selbst. Ist ein bisschen zu nah rangefahren. So, Bunu hat hier zweimal eine mal zwei. Und er trifft. Aber vermutlich wird er Dex verschonen, oder? Er hat halt Wind. 49. Ja, und Karibu muss hier bluten. Oh yeah, eine Kiste für mich. Eine Kiste für mich. Also, ich bekomme einen Kürbis und Spiker. Das ist ein bisschen doof, weil ich Wind 67 nach links habe. Ich würde eigentlich zu gern nach links wirken, aber dieser kleine flache Bumper stört, also muss ich den kleinen flachen hier nehmen und nach rechts gehen. Ja, mache ich. Okay. Schuss ist raus. Und, ja, ein bisschen zu weit. Aber ich treffe trotzdem. Immerhin mache ich 20 Schaden, aber einen Tick zu hoch geschossen habe ich. Ich hätte da mit 10% weniger draufhalten müssen. So in etwa. Dann wäre es zwischen Karibu und Dr. Gitter gekommen. Okay, Smoke ist am Start und ich glaube, das wird ein Six Bounce, oder? Jo. Er wirkt in den Kreis. Oh ja, das ist Rage. Oh nein, hau ab, Rage, hau ab, Rage. Okay, ich habe Wind 77 und Wind 77 verschont mich. Netter Versuch von ihm war das allemal. Schöne Waffe übrigens, bekommt man leider viel zu selten im Rebound. Ich muss die sogar noch freischalten, glaube ich. Ja. So, Dr. Gitter schießt. Und er trifft sich fast selbst. Da hat nicht viel gefehlt. Er trifft stattdessen Karibu. So, ich bin im Mittelfeld, aber das muss ich ändern. Auf jeden Fall. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin voll, merke ich gerade. Ich bin der Einzige, der komplett voll ist. Aber das kann sich schnell ändern. Da ist nämlich eine mal 3. Oh nein. Okay. Sieht gut aus. Ich bleibe verschont. Er trifft sich sogar selbst einmal. Aber das ist nicht tragisch. Geht in Ordnung. Mega Man. Der hat hier jetzt die Qual der Wahl. Mal 2 und mal 3. Lol. Also das war von ihm mit Sicherheit so nicht geplant. Oh oh. Unser Cheapshot-Spieler ist am Zug. Hä? Was war denn sein Plan, bitte? Was war jetzt sein Plan? Kannst du mir das mal erklären? Der schießt einfach so. Nice, schreibt Smoke. Der schießt einfach so in die Lücke. Komischer Schuss. Also ich versuche gerade nachzuvollziehen, was sein Plan war, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Der Schuss war für ihn einfach. Keine Ahnung, warum der daneben geschossen hat. Karibu will jetzt, glaube ich, wieder auf Dex gehen. Ja, aber er schießt leider an die Kante. Er schießt ein bisschen zu stark. Ich werde hier getroffen. Einmal, ist aber nicht tragisch. Ich glaube, er hat nur mich getroffen. Er hat Dex gar nicht getroffen. Jo, das ist ein Versuch, durch das schwarze Loch auf den runden Bumper zu wirken. Aber der hat zu stark geschossen, deutlich. Lol, ich bin hier eingebaut. Mann.
Also nach rechts kann ich nicht fahren. Doch, ich könnte gegen den Rand schießen von dem Hügel und dann auf den runden Baum, aber das mache ich nicht. Ich schieße stattdessen, ich versuche mal, dass es zu Dex kommt, aber na, es ist nicht einfach. Ich habe Wind 63, mal gucken, ob mir das gelingt. Ich muss da ziemlich hoch halten. So, das war ganz schön knapp. Mir ist die Zeit fast abgelaufen. Und ja, ich komme da nicht über die Spitze hinweg. Mist. Ich mache zwar ein bisschen Schaden, aber er hätte eigentlich bei Dex liegen bleiben sollen. Ich bin aber über die Spitze nicht weggekommen. Schade, schade, schade. Ja, ich war ein bisschen eingeschränkt durch diesen Bumper, der direkt in mir gestartet ist. Okay, Smoke ist am Zug. Er hat hier einmal zwei. Er kann hier richtig gut Schaden machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin der schießt. Er kann eigentlich alle treffen. Und er wollte, glaube ich... Oh, das... Hä, ist das ein Tunneler? Nee, das war doch kein Tunneler. Nee, das war doch Yin Yang. Ich habe jetzt gar nicht richtig aufgepasst. Egal. Auf jeden Fall wollte er über zwei Bumper schießen und das ist ihm nicht gelungen. Ja, das war wieder so ein Chipshot von Dr. Gitter. Also Dex und Dr. Gitter, die halten sich so nicht so ganz an die Regel. Okay, Filthy. Der geht durch das Portal, so wie es aussieht. Und er will vermutlich... Okay, doch nicht durchs Portal. Er will auf Dex gehen. Ja, das macht Sinn. Da hat er auch richtig geschossen. Da muss man mit dieser Waffe nämlich so schießen, als wäre gar kein Bumper da. Von daher war das richtig. Ich glaube, die wollen jetzt alle Dex rausnehmen. So wie es aussieht, die nehmen ihn alle ins Visier. Aua. Das hat er so mit Sicherheit nicht geplant, aber er hat getroffen. Muss man ihm lassen. Und dummerweise auch noch kritisch. Also, ja, gerade eben war ich noch voll und jetzt habe ich schon keinen Armorbalken mehr. So schnell kann es gehen. Das darf allerdings nicht so weitergehen, sonst gewinne ich diese Runde nicht. Aua. Aua. Nochmal Aua. Und noch viel mehr Aua. Junge. Also, ich muss sagen, dieser Dex... Der geht mir langsam auf die Nerven. Der ruiniert hier die ganze Runde mit seinen Cheap Shots. Ja, okay. So, Karibu ist am Zug. Er schießt von oben, so wie es aussieht. Jo. Von oben auf den runden Bumper. Und er trifft eigentlich gut. Aber das schwarze Loch macht alles kaputt. Und außerdem hat er Wind 29. Er hätte ihn auch ohne schwarze Loch nicht getroffen. Aber mit deiner Explosivwaffe durchaus. Das wäre gegangen. Okay, Bunu. Bununu, so rum, stimmt's. Ich nenne ihn einfach nur Bunu. Der schießt... Ah, der wollte auf Karibu schießen von unten. Aber... Ist ihm nicht gelungen. Oh yeah. Oh yeah. Amor. So. Ja, das Problem ist, ich komme jetzt nicht weit. Und ich will auf die mal zwei wirken. Ich mache das mit Heavy Fleet. Ich wirke jetzt auch direkt auf den Bumper, weil ich damit sowieso so gut wie gar nichts treffen werde. Also das wird auch ein Direktschuss. Feuer frei. Jo, da verteilt sich so gut wie alles. Bisher habe ich noch nichts getroffen. Und, oh yeah. Genau den richtigen habe ich erwischt. So. Smoke ist jetzt im Zug. Er kann wieder eigentlich alle treffen. Ist machbar. Und er schießt vermutlich von oben auf den runden Bumper, so wie es aussieht, oder? Mal schauen. Nö, er schießt direkt. Jo, und das bleibt bei Dex liegen. Sehr schön. Trifft es ihn? Ja. Ja. Aber nicht sonderlich schwer.
Er hat halt Glück, dass er auf dieser Hügelspitze steht. Dennoch macht er 66 Schaden. Ist in Ordnung. Die wollen ihn jetzt wirklich alle rausnehmen. Okay, ich habe 111 Schaden. Ich muss daran arbeiten, merke ich gerade. Dr. Gitter, der schießt. Wahrscheinlich auch von oben auf den Kreis. Jupp. Und wen wird er treffen? Oh, er schießt auf den hinteren Kreis. Zumindest hat er das versucht. Aber das ging daneben und ich bleibe verschont. Sehr schön. Also ich habe mich wieder ein bisschen regeneriert und das finde ich gut. Das heißt, die Chance, diese Runde zu gewinnen, ist gestiegen. Okay, Filthy Fail. Er hat jetzt die Qual der Wahl. Er kann auf die mal... Oh, was ist das? No, das hätte echt gut werden können, aber er hat deutlich zu schwach geschossen. Deutlich zu schwach. Er wollte von oben auf diesen flachen Bumper, der nach links geneigt war, wirken, ist ihm aber nicht gelungen. So, unser Cheapshot-Spieler ist wieder am Start. Und er schießt direkt auf den Bumper und trifft niemanden mit seinem Bouncy Ball. Finde ich gut. Okay. Ja, Caribou, der kann eigentlich nur von oben drauf wirken und sonst gar nicht. Mal schauen, oder er schießt halt direkt, aber das bezweifle ich. Irgendwie schießt er gar nicht, bewegt er seine Kanone. Jo, er bewegt sie. Ich glaube, der war AFK und jetzt war das ein Schnellschuss und geht ganz knapp an dem Bumper vorbei. So sah das zumindest für mich aus. Jo. Bruno. Das kann schön werden. Er könnte Caribou durchs Portal treffen, wenn er direkt von unten drauf wirkt. Macht er aber nicht. Er versucht es von oben. Und wäre das eine Explosivwaffe, würde er sich selbst damit treffen. Aber er hat Glück. Es sind nur Bienchen. Jo. Also. Oh, ich habe auch Killerbienen. Cool. Ich nehme hier aber die Blume und ich habe hier nur eine Möglichkeit. Ich kann nur von oben auf diesen Bumper wirken und auf Bruno gehen. Was anderes kann ich hier nicht machen. Also, Feuer. Feuerfrei. So. Sieht sehr schön aus. Yay. Wow. 105? Mit einer normalen Blume? Das sieht man echt selten, hey. So viel Schaden mit dieser Blume. Normalerweise hat man so um die 30, 40, aber 105 ist schon heftig. Nehme ich. Ja, damit habe ich mich gleich mal auf den dritten Platz vorgearbeitet. Und sogar eine Kiste. Also Filthy könnte sich die Kiste schnappen. Die ist in seiner Reichweite. Die Frage ist, ob er das macht. Ich glaube eher nicht. Er schießt auf mich. Yay. 45 mit dem Pixel. Och nein. Genau der holt sich meine Kiste. Also jetzt nervt er mich wirklich. Uff. Alter, und dann noch ein Crit. Yo. Ich glaube, die anderen mögen ihn jetzt ganz und gar nicht. Mal schauen. Mal schauen. Wie lange sich unser Cheapshot-Spieler noch halten kann. So, Caribou schießt daneben, aber das kann trotzdem noch treffen. Jo, und zwar Bruno und Dex wird verschont. 30 holt er sich. Na gut, Bruno könnte theoretisch auf die Drohne schießen, aber dann müsste er weiter nach links fahren. Macht er nicht. Er schießt und trifft daneben. Schöner Versuch von ihm. Ist fast auf Gitter gegangen. Dr. Gitter, bitteschön. Aber auch nur fast. Ich nehme jetzt die Killer Bees und ich versuche mal hier über zwei Bumper zu schießen. Auf Dr. Gitter und Caribou. Mal gucken. Ob mir das gelingt. Ich habe Wind 88. Muss ich bedenken. Eigentlich sollte ich fast nach links schießen auf Smoke und Filthy. Aber
Ich gehe jetzt hier nach rechts. So, Feuer frei. Sieht gut aus. Wow, perfekter Schuss auf Karibu. Und ich sollte eigentlich auch Gitter treffen, tu's aber nicht. Meine Güte, nur 50 mit den Killer Bees, das ist richtig schwach. Dabei habe ich so schön getroffen. Naja, also da habe ich jetzt wirklich mehr erwartet, aber wahrscheinlich hat dieser runde Bumper gestört und die Bienchen komplett abgelenkt. Okay, so, Dr. Gitter. Er kann durchs schwarze Loch wirken, macht er auch, schießt aber zu schwach. Der hätte da ein bisschen stärker schießen müssen, deswegen ist eine Nullnummer geworden. So, immer noch dritter Platz. Da brauche ich noch deutlich mehr Schaden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch kommt. Es läuft gar nicht mal so schlecht. Und Filthy ist am Start. Er versucht es bei mir von oben auf den Bumper. Und schießt aber zu kurz. Er hat auch Wind 84. So. Dex ist wieder am Zug. Er hat hier eine mal 2. Mal schauen, auf wen er schießt. Jo, er geht zum ersten Mal von oben auf einen Bumper. Wow. Trifft die mal 2 und macht 105 Schaden. Immerhin. So, Karibu. Karibu, ja, der führt hier jetzt deutlich an. Karibu könnte durchs Portal wirken. An seiner Stelle würde ich jetzt ein bisschen runterfahren. Dann durch dieses Portal hier schießen und dann oben auf den flachen Bumper. So, mal gucken. Er schießt nicht, doch, jetzt schießt er. Er will auf den Kreis, so wie es aussieht. Jo, er hat sich anders entschieden und trifft den Kreis nicht. Ja, okay, Bunu. Oh, das kann gefährlich werden. Er könnte nämlich den Teleporter treffen. Er will auf die Kiste gehen und dann... Ja, das ist ein Luftangriff, so wie es aussieht. Jo, und er trifft den Teleporter und auch 2 Gegner. Sehr schön. Gerade den richtigen. Huh, ich habe hier ein Portal und eine mal 2. Und... Ich habe Bock, sage ich dir. Ich habe Bock, durchs Portal zu schießen und auf die mal 2. Auf jeden Fall. Ich will dem Titel hier gerecht werden. No Jeep. Und... so. Sieht schön aus. Wunderbar, ich treffe. Leider nur einen, weil das so extrem streut. Da waren 3 Projektile auf dem Bumper. Aber nur eins davon hat die getroffen. So. Smoke ist wieder am Zug. Er will Dex, deswegen schießt er direkt. Er will Dex rausnehmen. Ich glaube, die wollen jetzt alle Dex rausnehmen. Mal gucken, was Dr. Gitter jetzt macht. Er geht von oben auf den Bumper. Ja, schön. Sehr schön, kommt bei mir runter. Noch schöner. Oh, noch viel schöner. Jawohl. Er hat genau den richtigen getroffen. Sauber. Die hätte noch ein bisschen weiter rollen können, dann hätte das deutlich mehr Schaden gemacht. So macht er nur in Anführungszeichen 58, aber schöner Schuss von ihm, gut ausgeführt. Und Filthy, ich glaube, der geht auch auf Dex, ja. Alle wollen sie Dex rausnehmen und ich glaube, das ist GG. Jo, er trifft sich zwar ein bisschen selber, aber Dex ist raus. Sehr schön. Finally, schreibt Smoke, ja. Die konnten es kaum erwarten, Dex rauszunehmen. Der hat auch schon ein bisschen genervt, muss ich sagen. Und Karibu geht von oben, das kommt zurück, geht ins Portal, wieder auf den flachen Bumper und zu Filthy Fail. Schöner Schuss. Und hat er Glück? Yo, er trifft ihn mit 3 Projektilen, einer davon kritisch und räumt 90 ab. Cooler Schuss von ihm. Also, Bunu ist wieder am Zug. Jetzt bin ich gespannt. Schießt der von oben oder direkt drauf? Ich glaube, der geht von oben, oder? Ah, der hat einen Bouncy Ball.
Der hat einen Bouncy Ball und... Meine Güte. Filthy Fail war vorhin noch voll. Und jetzt wird er dreimal in Folge, war das, glaube ich, jetzt getroffen. Und hat fast gar nichts mehr. Okay. Das Problem ist, um auf die mal 2 zu kommen, muss ich... Nee, ich schieß zwischen den großen Bumper ganz links und den kleinen Bumper in der Mitte. Da soll das hingehen. Und dann auf Bruno und Filthy Fail. Mal gucken, ob mir dieser Schuss gelingt. Und, ach Mann, ganz knapp, ganz knapp. Dieser flache Bumper hat es vermasselt. Ich hätte es sonst auf den großen geschossen, dann wäre das wieder nach rechts und hätte Bruno wahrscheinlich getroffen. Mist. Ein bisschen zu stark geschossen. Vielleicht hätte ich doch auf die mal 2 wirken sollen. Ja, egal, schon vorbei. Dr. Gitter ist am Zug. Und er hat hier eine Drohne. Mal schauen. Aber ich denke nicht, dass er drauf wirkt, oder? Nö. Und trifft das jemanden? Weiß nicht. Vermutlich mich einmal, oder? Jo, einer schafft's perfekt durch die Lücke und zieht mir 14 ab. Nicht schlecht. So, Filthy, der hat hier nicht viele Möglichkeiten. Er könnte theoretisch durch das schwarze Loch schießen oder einfach nur von oben auf den Bumper, was er auch versucht. Aber der Schuss misslingt ihm. Jo. Eine Nullnummer von Filthy Fail. Karibus am Zug. Er könnte durch das schwarze Loch wirken. Vielleicht versucht er das auch. Ich weiß nicht, die Waffe streut zu extrem. Aber die kommt unglücklich zurück. Trifft ihn einmal selbst und einmal Dr. Gitter. Geht aber in Ordnung, weil die eh nur 8 Schaden gemacht hat. So, Bruno geht von oben auf diesen Bumper links von ihm. Und... Ah, jetzt weiß ich auch warum. Das ist Magic Shower und er muss eigentlich auch so schießen. Lol, er trifft mich durchs schwarze Loch einmal. Und dann noch... Smoke, 2-mal kritisch. Kollege. Nicht schlecht. Jo, ich glaube, ich nehme hier den Stein und ich schieße über 2 Bumper. Über den kleinen und dann über den großen flachen. Und dann zu Karibu. Mal gucken, wie viel Schaden ich damit machen kann. Ja, ich habe halt 90 Wind. Boink, boink und einmal Karibu. Lol. Nee, ich habe glaube ich... Wieso ziehe ich beim Karibu 20 ab und bei mir nur 12? Vielleicht weil ich ihn direkt getroffen habe, ich weiß es gar nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Schaden gemacht, aber der Stein ist unglücklich abgeprallt. Er hätte eigentlich weiter nach rechts gehen müssen. Ist aber in dieser Senke stecken geblieben. So, Smoke ist am Zug. Oh, er wollte auf diesen flachen Bumper wirken, aber an seiner Stelle hätte ich zuerst durch das vordere Portal geschossen und auf den runden Bumper gewirkt. Na egal, seine Entscheidung. So, Dr. Gitter schießt Schenkel. Und trifft er jemanden? Sieht nicht so aus. Ja, die Waffe streut halt extrem und bei einem runden Bumper, da ist es echt nicht einfach, überhaupt jemanden zu treffen. Also das ist eine Nullnummer geworden. Und Filthy Fail ist am Zug. Er geht von oben auf den runden Bumper, so wie es ausschaut. Yo. Er versucht bei Smoke, das kommt auch ziemlich nah bei ihm runter. Aber es wird niemanden treffen, weil er Wind in die falsche Richtung hat. Zwar nur 6, aber trotzdem. Oh yeah, hier ist eine mal 2 am Start. Und er kann sie sich holen, er muss einfach nur auf diesen ersten flachen Bumper schießen. Von oben, jawohl. Oh, doch nicht, jawohl, er schießt daneben. Das hätte richtig wehgetan. Das wäre GG.
geworden. Vielleicht für Smoke, weil wenn er auf dem Bumper aufgekommen wäre, wäre er weitergeflogen und das wäre in etwa bei Smoke gelandet. Und das war zu stark. Er hat 99 Wind. Yo. Oh, dankeschön, RNG. Ich bekomme eine Kiste. Allerdings kein Armor. Was soll ich nehmen? Solar Flare? Nee. Ich glaube, ich nehme ja ein UFO und das soll vor Smoke landen. Vor Smoke landen. Das wird ihn treffen, wenn es vor ihm, genau vor ihm landet. Feuer frei, das war ganz schön knapp. So, das sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön. Och Mann. So knapp. Das hätte da in dieser kleinen Senke landen sollen und ich hätte damit Smoke getroffen, aber das war richtig knapp. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, wie es so schön heißt. So, jetzt ist erstmal Smoke am Zug. Er schießt entweder oben auf den kleinen Bumper oder auf den Kreis. Ich kann es dir im Moment nicht sagen. Also, er schießt auf den Kreis. Oh nein. Das hätte ihn fast selbst erwischt. Er wollte wohl zu mir oder zu Caribou. Hat er aber nicht geschafft. Ein bisschen zu schwach geschossen. So. Ja, ich habe hier eine schöne Auswahl. Hey, der trifft einmal Caribou. Mit 40. Er hätte uns eigentlich auch treffen können. Buno und mich. Ist mir aber nicht gelungen. Na egal, schon vorbei. So, jetzt ist es... Jetzt ist erstmal Filthy dran. Er schießt eine kleine Schlange. Aber das ist zu kurz. Und die wird niemanden treffen. Ja, es bleibt dabei. Es wird eine Nullnummer. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Er kann von oben drauf schießen, was er auch tut. Allerdings zu weit. Ich denke mal, dass das zu uns kommen sollte, also zu mir und Buno. Aber hat halt zu weit geschossen, der Kollege. Was bekommt der? Rainbow Octagon. Yay, und Portal Gun. Okay. Er hat schon wieder einen Flummi. Der hat doch vorhin erst einen abgefeuert. Jo, der Flummi ist unterwegs. Wow. Er trifft sich selbst. So viel Pech muss man haben. Okay, ich versuche hier einen Trickschuss. Und zwar brauche ich eine Waffe, die ein bisschen Radius hat. Und das ist eigentlich nur Shadow. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich will durch das schwarze Loch. Also, ich fahre hier nach rechts und das soll zu Buno gehen. Über zwei Bumper. Mal schauen, ob mir das gelingt. Einmal, zweimal und der zweite Bumper. Sieht gut aus. Boah, so knapp, eine halbe Panzerlänge. Junge, das hätte auch funktionieren können. Dankeschön. Ja, ganz knapp an Buno vorbei. So, Smoke ist am Zug. Er geht von oben auf den Bumper, so wie es aussieht, oder? Oder? Ja. Schießt daneben, schießt an die Backwall. Cooler Schuss. Cooler Schuss von ihm. Ja. War zwar mit Sicherheit so nicht geplant, aber trotzdem cool. Ja. Dr. Gitter ist am Start. Er schießt direkt drauf. Finde ich nicht cool. Plant, schreibt er. Ja. Plant. Natürlich. Ich glaube dir aufs Wort. Absolut. Glaube ich das. So. Absolut glaube ich das. Okay. Boah, Filthy. Trifft sich fast selbst. Er hat Glück, dass die Schlange nach rechts ausweicht und nicht nach links.
Danke, ja, bitte. So, Karibus ist am Zug. Er hat ja eine mal 2. Und er hat ein Portal und das geht vermutlich daneben. Aber er trifft die mal 2. Nö, es könnte immer noch jemanden treffen. Es könnte immer noch jemanden treffen. Bitte nicht mich. Puh, ich bleib verschont. Das hätte mir, glaube ich, 40 abgezogen und kritisch sogar 80. Okay. Also, wir haben hier 2 One-Shot-Spieler. Einmal Bruno und einmal Filthy Fail. Mal gucken. Oh. Der hat Smart Snipe. War der auf dem Bumper? Das ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Nö. Deswegen wird es eine Nullnummer. So. Ja, ich glaube, ich bleibe bei Solar Flare hier. Und ich gehe nach links, weil da so viele Bumper sind. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da Solar Flare von unten abprallt und wieder zurückkommt. Und das soll bei Smoke landen. So. Mal gucken, ob mir dieser Schuss gelingt. Feuer frei, bitte. Nein. Mist. Ganz knapp am Bumper vorbei. LOL. Was für ein Luckshot. Ich schieße ganz knapp am Bumper vorbei, aber so wie ich vorhin gesagt habe, da sind viele Bumper und da kann Solar Flare von unten abprallen und die Gegner trotzdem treffen. Also das war der beste Luckshot mit Solar Flare, den ich jemals hatte, glaube ich, in meiner Shellshock Live Karriere. 2 Gegner rausgenommen, 74 Schaden gemacht durch einen indirekten Treffer. So, das wird eine Nullnummer. Ja. Kommt ganz knapp bei Dr. Gitter runter, aber eben halt nicht knapp genug. Okay, Dr. Gitter darf sich die Kiste schnappen. Oder über 2 Bumper schießen. 102 mit dem Express. Ja, da waren einige kritische Treffer dabei. Nicht schlecht. Karibu, ich glaube, der ist ein bisschen genervt von Dr. Gitter. Der wird die ganze Zeit von ihm unter Feuer genommen. Und er will sich jetzt wohl revanchieren, aber der hat 65 Wind, das ist zu hoch. Jo, das ist zu hoch. Er schießt daneben. Mann, ich habe so irgendwie so billige Waffen. Wohin soll ich gehen? Oh. Auf einmal habe ich keine billigen Waffen mehr. Ich habe gute Waffen. Aber weißt du was? Ich habe 2x Flintlock. Ich brauche Armor. Gib mir Armor-Spiel. Nö, ich bekomme keine Armor. Ich bekomme keine Armor. Aber ich habe jetzt echt schöne Waffen. Octagon und Lidar. Nicht schlecht. Damit kann man was anfangen. Auf jeden Fall. So, Smoke. Keine Ahnung, was der macht. Er geht, glaube ich, auf den kleinen, flachen Bumper. Jo. Und einmal auf Dr. Gitter, ein Direktschuss von ihm. Dem geht's noch ziemlich gut, dem Dr. Gitter. Aber mir geht's auch nicht so schlecht. Ich habe immerhin noch 141 HP. Jo, und das ist wieder ein Direktschuss von ihm. Eigentlich hätte er von oben drauf schießen müssen, auf den kleinen, flachen Bumper. Und das wäre gegangen. Das wäre, wenn er ganz flach drauf geschossen hätte, bei Smoke gelandet. Aber er hat sich für den Direktschuss entschieden. So, Karibu schießt wohl über die Backwall. Jo. Mit der Seemöwe und er trifft sich selbst einmal. Was mache ich? Ich will eigentlich durchs schwarze Loch schießen. Jo. Mist. Ich komme da nicht weit genug hoch. Oh, jetzt muss ich umdenken. Ich muss mich beeilen. Ich nehme, glaube ich, hier... ja, Dead Riser und gehe auf den flachen Bumper, auf den flachen großen Bumper. Mist. Ah, knapp vorbeigeschossen.
Ja, mein Plan ist ein bisschen daneben gegangen. Ich wollte eigentlich weiter nach rechts fahren, zumindest auf diesen kleinen Hügel und durchs schwarze Loch wirken, aber ich bin nicht hoch genug gekommen. Und dann sollte das auf den runden Bumper gehen, egal. Sei es drum. Oh, Smoke ist... Oh nein, er ist am Start und er trifft sich selbst. Autsch. Das wird wehtun. Yo. Wie viel hat er sich abgezogen? Ich glaube 80, 60 oder 80 hat er sich selbst abgezogen. Das hat weh getan. So. Er trifft einmal mich und zweimal sich selbst. Ja, okay. Geht in Ordnung. Oh, oh. Hier ist nämlich 3. Ich glaube, Karibu ist ein bisschen sauer auf Dr. Gitter. So wie es aussieht. Er geht direkt auf ihn. Boah, hat der ein Glück. Er bleibt verschont. Was soll ich nehmen? Ich nehme mal Octagon. Da ist nämlich 3. Aber ich schnapp mir auch die Kiste. Mal gucken, was ich bekomme. Bones. Lol, wieder nur Waffen. Ich will auf die mal 3 wirken. Ich will auf die mal 3 wirken. Und auf Smoke. Feuer frei. Sehr schön, das trifft perfekt. Perfekt. Und das ist GG für Smoke. Ja, schöner Schuss auf die mal 3. Dummerweise war da nicht viel zu holen bei ihm. Vielleicht hätte ich nach rechts schießen sollen, aber das wäre dann ein bisschen schwieriger mit der mal 3 geworden. Deswegen habe ich mich für Smoke entschieden. Oh, lol, der trifft sogar, obwohl der unter dem Bumper steht. Ja, aber der war nicht weit genug unter dem Bumper. Na gut. So, 2. Platz momentan für mich. Es läuft gut. Es läuft gut. Irgendwie fühle ich das Spiel. Karibu geht von oben, er versucht zumindest. Wollte er auf den Bumper gehen und dann auf Dr. Gitter, aber hat halt daneben geschossen. Oh yeah. Hast du Bock auf Triple Play? Die Frage ist, mit welcher Waffe? Auf keinen Fall Bounder. Bonestorm, oh ja. Also nochmal, hast du Bock auf Triple Play? Pass auf, Portal mal 2, Bumper mal 2 und dann auf die Gegner. Und Feuer. Mal 2, genau, Bumper und Gegner. Schöner Schuss. Das wird gut Schaden machen, glaube ich. Wenn ich gut treffe. Jo, immerhin 51. Die Kügelchen haben sich gut verteilt. Aber 51 Schaden und Karibu ist draußen. So, Dr. Gitter schnappt sich die Kiste. Und er hat hier noch eine Kiste. Er wird sie sich vermutlich auch schnappen. Jawohl, Kiste ist weg. Oh nein. Yo. Yo. Was soll ich dazu sagen? Perfekter Treffer. Auf sich selbst. Pass auf. Ich habe Bock auf die Backwall zu schießen. Auf den Bumper. Und dann auf Dr. Gitter. Pass auf. Mit dem Lidar. Lidar ist cool. Hätte ich eigentlich schon längst einsetzen sollen, als noch mehrere Gegner auf dem Spielfeld waren, aber... Besser spät als nie. Schöner Schuss auf Dr. Gitter. Ich treffe ihn fast perfekt. Dummerweise bekomme ich keinen Crit. Aber der Schuss wurde schön ausgeführt. Kann man nicht meckern. So. Dr. Gitter ist am Zug. Er hat sich vorhin ganz schön viel HP abgezogen. Und jetzt wird er nochmal auf sich selbst schießen. Oh oh. Junge, eine halbe Panzerlänge schießt er an sich selbst vorbei. Das hätte ihn aus dem Spiel befördert. Das wäre GG geworden für ihn. Ich habe Wind 73. Ich gehe über den großen hinteren Bumper auf Dr. Gitter. Allerdings stört mich der Flache ein wenig.
Der ist im Weg. Ich muss gucken, dass ich irgendwie ein bisschen über ihn wegschieß. Oder unter ihm. Ach Mist. Das ist nicht hoch genug. Aber ich hätte, Dr. Gitter, wenn du die Flugbahn verfolgst, ich hätte ihn getroffen. Ich hätte ihn perfekt getroffen. Aber ich hatte Wind 77. Vermutlich hätte der Wind die ganzen Projektile abgelenkt. Aber der erste Treffer wäre direkt bei ihm gelandet. Na gut. So, er zieht mir 35 ab. Ich muss was tun. Bounder will ich immer noch nicht nehmen. Ich nehme die Ghost Bomb. Und ich gehe über den flachen ersten Bumper. Ich habe nur Wind 11. Das reicht eigentlich nicht, nö. Ich muss weiter nach links. Ich muss weiter nach links. Und ich muss auch relativ hoch schießen, damit das zu ihm kommt. Feuer frei. Wunderschön. Das trifft ihn perfekt. Fast perfekt. Und ich bekomme sogar einen Crit-Treffer. Sehr schön. Jo, der ist nur noch One-Shot. Er geht vermutlich auf die Kiste, so wie er jetzt zielt. Mal gucken, was der für eine Waffe hat. Und ja, er schießt mit Feuer auf die Kiste, bekommt auch 20 Armor und eine Waffe. Ist okay. Das wird ihn auch nicht retten, vermutlich. Pass auf. Ich nehme hier die Oddbomb, oder? Das ist eine echte Zufallswaffe, aber manchmal funktioniert's. Und ich gehe von oben auf den runden Bumper. Und dann soll das zu Dr. Gitter. Oddbomb, komm schon, funktioniert diesmal. Feuer frei. Wunderschön. Trifft und das ist GG. Ah, ging ziemlich schnell diesmal. Wow. Einmal funktioniert die Oddbomb sogar. Nicht schlecht. Jo. Und damit habe ich das Spiel für mich entschieden. Und wie viel Schaden habe ich gemacht? Jo. Ich hole mir sogar MVP. Nicht schlecht. Ich habe sie zum Schluss doch noch alle überholt. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.